Aber guck mal hier, die Antifa. Die Antifa, ne, und die Presse, die dürfen da rauf, wo ich stand, ne? Das ist die Antifa, die filmen. Auch. Die dürfen das. Wie erkennt man denn die Antifa? Ja, meistens an Turnschuhen. Das auch. Schwarze Klamotten und Turnschuhe, das ist Antifa. Okay. Eigentlich. Und die filmen immer, ne? Ja, ja, die filmen dir ins Gesicht und alles Mögliche. Ja. Ja, warum darf der da stehen und ich nicht? Ja. Genau, das ist die Logik. Ich frage ihn mal. Weil er wahrscheinlich von der Presse ist, weil er hat mich ja gefragt, ob ich von der Presse sei. Ja, es hat nichts. Der ist auch nicht von der Presse. Wenn wir zur Versammlung gehören, müssen wir eine Maske aufnehmen. Oh, der kommt schon wieder, ein paar Nette. Auf Versammlung fängt er da erst an. Wir kennen uns. Hey! Ja, letztes Mal. Wo hast du deine kleine Prinzessin gelassen, die andere Dame mit der Mütze? Hi. Grüß dich. Ach, hey, oh mein Gott. Den Kampfhund mitgebracht. Ja, ich habe den Kampfhund mitgebracht. Ja, mach mal ein bisschen Schön, dass bundiger. Ihr da seid. Ja. Weiter anreisen, das freut mich sehr. Ja, das, aber hallo. Die Bahn fährt ja noch. Ja. Wir dürfen ja noch. Wir müssen uns zwar testen, wir haben ja kein Auto mehr, aber okay. Unsere Nasenlöcher kenne ich mittlerweile. So, ich stürze mich noch mal ins Gemetzel da vorne rein. Ja, ich gehe. Er hat einen Presseausweis, haben Sie gesagt. Ja, ja. Nee, ich gehe von der Seite gehe ich ran. Ja. Ah, warte. Ja. Oh, guck mal. Die echte Antifa bin ich. Es ist raus. Geil. Auch Antifa. Hier, guck mal. Das ist Antifa. Antifa. Hier, da. Die Schwarzen mit dem P vorne drauf. Ja. Echt jetzt? Ja, die nehmen jetzt die Mädels weg. Wegen Maske oder was auch immer, keine Ahnung. Darf ich mal von dem Schild? Keine Antifa? Welches Jahr? Das ist cool. So ein cooles Schild. Das ist wirklich cool. Aber ohne dein Gesicht werde ich das... Ah, halt, halt. So, jetzt. Ja, ich hab vergessen. Ja. Das ist mein Das war ich. Da muss man noch ein bisschen was gehen.